Willkommen zu einem neuen Video. Heute möchte ich euch die Relay App vorstellen. Und zwar ist die Relay App wirklich die einfachste Methode, um Bitcoin zu kaufen. Wirklich die mit Abstand einfachste und schnellste Möglichkeit, wenn du Bitcoin kaufen möchtest. Denn bei Relay musst du dich nicht registrieren, sondern du kannst sofort via dein Bankkonto Bitcoin kaufen. Ich finde die App absolut genial. Wie das Ganze funktioniert, erkläre ich dir im heutigen Video. Also, als erstes gehst du in den App Store und suchst nach Relay. Und dann installierst du diese App. Und dann ganz einfach startest du die App und du siehst sofort Willkommen bei Relay. Und dann kannst du dich hier durchklicken und dann drückst du auf Jetzt starten. Dann musst du als erstes einen PIN-Code für deine App erstellen. Und wenn du das gemacht hast, dann bist du schon drin. Und so sieht die App aus, sehr übersichtlich. Und dann kannst du auf Kaufen klicken und nun wählst du, für welchen Betrag du kaufen möchtest. Ich nehme hier jetzt mal 100 Franken. Dann könnte ich noch auswählen, ob ich automatisch jeden Monat oder jede Woche für 100 Franken kaufen möchte. Das mache ich jetzt aber noch nicht, weil ich die App zuerst ausprobieren möchte. Und dann gehst du auf Weiter und dann hier oben musst du deine IBAN-Nummer eingeben. Und zwar die IBAN-Nummer von dem Konto, von welchem du Bitcoin kaufen möchtest. Und dies ist sehr wichtig, weil über dieses Bankkonto findet deine Identifikation statt. Also das ist auch der Grund, warum du am Anfang bei der Anmeldung keine Personalien angeben musst und so weiter. Denn die ganze Identifikation findet über dein Bankkonto statt und das ist natürlich sehr praktisch. Dann, wenn du deine IBAN-Nummer eingegeben hast, kannst du unten noch einen Referral-Code eingeben. Mein Code lautet REL5887 und wenn du meinen Code verwendest, sparst du damit 0,5% Gebühren. Dann zum nächsten Schritt und hier siehst du nun die Zahlungsübersicht. Jetzt muss ich in meinen normalen E-Banking-Account wechseln, um die Zahlung über 100 Franken an dieses Konto zu tätigen. Also hier sehe ich die IBAN-Nummer von der Bitty. Die Bitty ist die Handelsplattform aus der Schweiz, über die dann die Bitcoins gekauft werden. Also die Bitty kauft dann für dich diese Bitcoin und deshalb musst du Geld an die Bitty überweisen. Dann kopiere ich ganz einfach das alles hier und gehe ins E-Banking. Wichtig, die Zahlungsmitteilung nicht vergessen und dann führe ich die Zahlung aus. Und dann gehe ich hier unten auf Erledigt und dann kommt nochmals die Information wegen der Zahlungsmitteilung. Dann klicke ich auf OK und dann Gratulation, deine Investition ist auf dem Weg. Und dann sehen wir hier Kauf ausstehend. Also man muss wissen, dass das Ganze gut einen Tag dauert, bis dann wirklich die Bitcoins gekauft sind. So lange steht hier Kauf ausstehend. Also wenn du Bitcoin zu einem ganz genauen Zeitpunkt und zu einem ganz genauen Preis kaufen möchtest, dann ist das die falsche App. Denn der Kauf wird automatisch ausgeführt, wenn die Zahlung bei der Bitty eintrifft. Aber für mich persönlich ist das ja kein Problem, da ich hier mit ganz kleinen Beträgen einkaufe. Zudem weiß ich, dass in 10 Jahren der Bitcoin-Preis deutlich höher stehen wird als heute. Deshalb stört es mich nicht, zu welchem Kurs genau ich hier kaufe. Zudem, wenn ich regelmäßig mit kleinen Beträgen kaufe, habe ich einen Durchschnittseffekt, also einen durchschnittlichen Einstandspreis mit der Zeit. Und wenn der Kurs hoch ist, bekomme ich wenig Bitcoin für mein Geld und wenn der Kurs tief ist, bekomme ich mehr Bitcoin für dasselbe Geld. Und wenn wir uns die langfristige Historie anschauen, die langfristige Historie von Bitcoin hat einfach gezeigt, dass der Preis langfristig immer gestiegen ist. Und wenn wir hier uns einen Chart über die letzten 10 Jahre anschauen, dann sehen wir einfach hier die verschiedenen Zyklen und dass der Preis sich immer wieder erholt hat, obwohl viele immer gesagt haben, ja, Bitcoin ist nur eine Blase und jetzt ist die Blase geplatzt und jetzt geht alles den Bach runter.
Der langfristige Chart sagt etwas ganz anderes und der langfristige Chart zeigt schön nach oben. Was du auch noch beachten musst, ist hier oben. Siehst du eine Meldung, sichere deine Wallet. Das ist auch noch ein wichtiger Punkt, denn wenn wir auf diese Meldung klicken, kommen wir hierher und hier siehst du deine Seed-Wörter. Diese Wörter sind so quasi das Passwort zu deiner Wallet. Also wenn du mal dein Handy verlierst, kannst du wirklich nur mit diesen Wörtern deine Wallet wiederherstellen. Deshalb sind diese Wörter sehr wichtig und du musst diese unbedingt aufschreiben und sicher aufbewahren. Dann, was man auch noch sagen muss, die Gebühren. Also die Gebühren für das Kaufen betragen mit meinem Referral Code, welchen du auch in der Videobeschreibung findest, 2,5%. Und wenn wir das jetzt mit anderen Anbietern vergleichen, dann ist das schon eher teuer. Jedes Mal 2,5% bei jedem Kauf ist eher viel. Aber hey, ich kann dir sagen, ich zahle gerne diese 2,5%, weil die Relay App ist so cool und so praktisch, dass ich wirklich sagen kann, hey, diese Gebühren stören mich überhaupt nicht. Denn ich kann mit der Relay App, kann ich automatisch via Dauerauftrag automatisch jeden Monat für 100 Franken Bitcoin kaufen und ich muss mich um nichts kümmern. Völlig automatisiert. Und das ist so praktisch, dass ich wirklich sagen kann, diese Gebühren stören mich nicht. Falls du noch Fragen hast zu der Relay App, schreib mir doch bitte in die Kommentare. Und sonst wünsche ich dir viel Spaß mit der App und mit meinem Referral Code. Und falls du auch noch die neuesten Nachrichten von Tesla zum Thema Bitcoin hören möchtest, dann schau dir doch auch noch dieses Video von mir dazu an. Und wir sehen oder hören uns im nächsten Video.